So, wieder herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, wieder da, wo wir aufgehört haben. Und wer natürlich jetzt eben die restlichen Leerpaletten hier noch in den Zwischenlager packen. Und dann müssen wir uns um unsere zwei Container kümmern. Und dann hätten wir diese auf diese Aufträge erstmal erfüllt. Und dann müssen wir gucken, welche Aufträge wir dann noch zu machen haben oder wo überhaupt noch was zu machen ist. Und was wir noch transportieren müssen. Weil wir müssen ja auch gucken, dass wir wieder so langsam Geld machen. Wir haben noch 1,2 Millionen. Und müssen ja auch immer wieder neue Rohstoffe kaufen. Deswegen müssen wir hier mal gucken. So, noch zwei Paletten. Und dann hätten wir das. So, noch eine Palette. Und dann können wir den anderen, dann können wir nämlich den anderen wieder wegfahren. So, letzte Palette. Den hier wieder abstellen. Wir stellen immer gerne hier so hin, weil dann kann man das hier ein bisschen, hat man hier natürlich dann auch Produktion 67.000, 80.000 haben wir bis jetzt schon drin. So. Abgeschlossen, dann fahren wir den wieder zur Zentrale. Aua. Weil den brauchen wir jetzt erstmal nicht.
Ah, sieht gut aus. Das sieht so gut aus. So, den können wir hier so stehen lassen. Jetzt müssen wir hin. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der fertig gespeichert hat. Und gehen jetzt hier eben hin. Sägewerk. Jetzt nehmen wir uns den LKW. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Und dann müssen wir auch mal gucken, weil wir haben nämlich hier noch keine Route. Was zu der Firma geht, wo wir hin müssen. Also der Mod an sich, der LKW, wie gesagt, gefällt mir, aber der ist ein bisschen unständlich zu fahren. Spätestens dann, wenn der voll ist. Das ist das kein schöner Anhänger. Kein schöner LKW. Ich meine, LKW schon schön, aber ihr seht selber, der lässt sich nicht richtig in die Spur fahren, wenn der voll ist. Was mir persönlich nicht gefällt. So, jetzt müssen wir gucken. Wir sind dort oben, wir müssen dort unten hin. Das heißt, wir müssten hier entlang fahren. Genau. Hier entlang. Dann misst ihr das aber eigentlich. Die Tour fahren können. Also wenn der beladen ist, ist das echt kein schöner LKW. Also dann weiß ich nicht, irgendwie ist das natürlich dann nicht so schön. Da ist dann für mich eher die Frage wieder, ob wir den dann rausnehmen. Dann machen wir jetzt mal eben so der Firma müssen wir, machen wir einfach mal hier hin. In der Hoffnung, dass der das macht. Oh, ist das warm geworden. Draußen. Das sieht aber eigentlich recht gut aus. Dass er dorthin fährt. Und dann gucken wir gleich mal, wenn wir dort unten sind, ob er dann auch zum Sägewerk wieder zurückfährt. Er sagt, wir müssen ja die Container tauschen. Deswegen wäre es natürlich perfekt. Also schneller wie 40 kann der nicht fahren. Okay. Dann machen wir hier mal eben kurz Stopp. Weil wir können im Prinzip geradeaus fahren. Das ging aber nicht, weil wir, wie gesagt, diese Route geradeaus gar nicht gesetzt haben.
Was wir jetzt aber eben mal machen werden. Von hier nach hier hin. So, und dann müsste er jetzt geradeaus fahren. Aber das ist nämlich das, was wir vergessen haben. Das ist aber auch so, wo wir dann gucken können, ob der so fährt, wie er fahren sollte. Bis jetzt sieht das aber gut aus. Bis jetzt sieht das echt sehr gut aus. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Ja, manche sind, sieht so ein bisschen aus, als wenn ich getrunken hätte oder so. So wie der da fährt, so Schlangenlinien teilweise, aber finde ich jetzt nicht so dramatisch. Wichtig ist, dass der auf der Spur bleibt. Das tut er ja. Kurve fährt er auch nicht zu stark. Kippt nicht. Ja gut, der ist ja auch mit 100%, da ist ja was drin. Ja, das war ja. Also da habe ich das ein bisschen falsch genommen. Das hätte man ein bisschen sauberer fahren können. So, und ab hier können wir Stopp machen. Dann machen wir das mal eben ändern. Anlieferung AG Mais. Umbenennen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo waren Leerpaletten. Da sind die Leerpaletten. Das heißt, das ist aber das ist hier echt ein bisschen. Warte mal, dann fährt der rein. Theoretisch würde ich sagen hier so entlang. Dann würde ich ja sagen, aber so würde eigentlich gut passen. Und dann würde ich sagen, hier geradeaus. Was wieso passen würde, weil hier müssten wir irgendwann ja auch nochmal einen Punkt setzen. Und dann hier sind dann die Leerpaletten. So, dann machen wir hier Anlieferung Leerpaletten erstellen und hier machen wir C, passt. Sehr schön.
Und dann fährt er, macht er hier eine Drehung. Machen wir aber langsam. Hier eine Drehung. Dann würde ich sagen, ja, auch ich muss immer wieder ein bisschen überlegen, würde ich sagen, geradeaus weiter. Geradeaus weiter. Und dann genau hier wieder rein. Zack. Und dann würde ich sagen, Anlieferung weiß, Anlieferung hätten, das kommt dort rein. Das brauchen Sie hier unten dorthin und dort. Und er müsste das dann eigentlich dann so machen. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dass es so macht. Ich weiß nur nicht, ob wir das jetzt mit der Kurve dort so hinkriegen. Weil das ist hier mit Autodriver ist das nicht ganz so einfach für mich gewesen. Alles geht. Er ist ein bisschen irgendwo gegengeknallt, aber es hat funktioniert. Das ist immer ganz, 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 ganz wichtig, dass dieses funktioniert. So. Weiß ich nicht. Ich denke mal, dass wir vielleicht. Gucken wir nochmal, wo wir noch Leerpaletten hinfahren können. Da könnten wir eigentlich mal mit unserer Liste gucken. Könnte mich eventuell mal wohl dort auch nochmal machen. Flüssigdünger brauchen wir nicht. Meiersmarktfraktur waren wir schon. Zuckerwerke brauchen wir nicht. Önerfarm brauchen wir nicht. Martinshof brauchen wir nicht. Mühle brauchen wir nicht. Butterfabrik brauchen wir nicht. Milchwerk, aber das würde quatschen, weil Milchwerk an sich haben wir noch nicht. Brennerei noch nicht. Was wir aber machen können ist, Zigarettenfabrik. Wir können die Zigarettenfabrik schon mal machen. Das heißt, dann werden wir die anderen Leerpaletten zur Zigarettenfabrik bringen. Das passt. Gut, liebe Zuschauer, Zuschauen. Ich denke, da braucht man jetzt ja nicht die ganze Zeit zuschauen. Wir lassen den fahren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht's gut.